Am Freitag, den 13. November, haben wir Gespräche mit 8 interessanten Persönlichkeiten aus dem Müllviertel im Studio von Günter Kremshuber aus Nussbach aufgezeichnet. Diese Lebensgeschichten werden in den nächsten Wochen bei uns auf Müllviertel TV zu sehen sein. Die Gesprächspartner sind alle Unternehmer, die bereits vieles durchgemacht haben, sich aber nie entmutigen ließen und auch nach schweren Schicksalsschlägen nach vorne blickten. Die Idee dazu hatte Franz Wimberger, der selbst auf ein erfahrenes Leben zurückblicken kann und die 8 Teilnehmer für die Aufnahme an einem Tag zusammentrommelte. Den Start der Sendereihe macht Rudolf Ortner vom gleichnamigen Sägewerk in Tragwein. Liebe Zuseherinnen und Zuseher von Müllviertel TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendereihe unter dem Titel Spannende Lebensgeschichten aus dem Müllviertel, wo wir interessante Persönlichkeiten aus dem Müllviertel zu uns ins Studio holen, um zu erfahren, was sie bis jetzt in ihrem Leben erlebt haben, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was sie daraus gelernt haben. Heute bei uns zu Gast Rudolf Ortner aus Tragwein, Eigentümer und Geschäftsführer der Ortner Holz GmbH und Vater von 3 Kindern. Hallo Christi. Hallo Christi. Ja, dein Betrieb zählt zu den ältesten im gesamten Müllviertel, wurde bereits um 1200 erstmals urkundlich als Mühle und Sägewerk erwähnt, seit nunmehr 190 Jahren. Das heißt, in der 6. Generation befindet sich dein Betrieb im Besitz der Familie Ortner. Wie geht's dir derzeit in der Firma? Wie ist die Stimmung oder auch privat? Wie geht's dir derzeit? Ja, es ist natürlich eine herausfordernde Zeit, ist ganz klar. Wir haben 3 kleine Kinder. Wir haben einen Betrieb, der zum Glück noch eine sehr gute Auftragslage hat. Im Baunebengewerbe sind wir vom Lockdown bis jetzt sehr gut verschont gewesen. Wir haben natürlich die Herausforderung mit Corona-Erkrankungen und den Bestimmungen, dass wir da den Alltag gut bestreiten. Aber eigentlich muss man recht dankbar sein. Wir sind bisher sehr gut durch die ganze Situation gekommen und ich bin auch immer noch optimistisch, dass das weiterhin so gut weiter verlaufen wird. Trotzdem hat es eine ganz herausfordernde Zeit in deiner Unternehmensgeschichte gegeben. Das war 2016, wo es das Jahrhundert-Hochwasser gegeben hat im Müllviertel. Wie war das damals für dich? Ja, erinnere mich noch sehr gut daran, weil es natürlich ein großes Lebensereignis war. Ich weiß noch, war Samstag. Wir haben am Nachmittag noch im Unternehmen was aufgeräumt und wie immer ist man halt im Tagesgeschäft und halt Dinge für ganz wichtig, die jetzt gerade halt wichtig sind, haben nur im Fuhrpark gewaschen und viele Vorbereitungen für die nächste Arbeitswoche getroffen. Und am Nachmittag sind dann diese starken Regenfälle gekommen und zu Beginn glaubt man noch, das ist ein normaler Starkregen, wird sich schon noch auflösen. Und im Laufe der Zeit hat man dann gemerkt, so einen Niederschlag haben wir eigentlich nie gehabt. Die Flüsse, die Bäche sind angeschwollen. Und dann haben wir schon begonnen, nervös zu werden und haben versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um irgendwie Schaden abzuwenden und Sandsäcke füllen. Und die ersten Bäche, bei uns sind es 2 im Betriebsgelände, sind übers Ufer gegangen. Und plötzlich haben wir einfach gemerkt, okay, das wird jetzt wirklich schlimmer. Reißender Fluss ist durchs Unternehmen durchgefahren. Und auch dann haben wir noch versucht, Fahrzeuge, Autos, Stapler zu retten. Und ziemlich schnell war dann klar, dass man da keine Chance mehr hat. Also die Kräfte waren so groß und plötzlich hat man gemerkt, dass man machtlos ist, dass man nichts machen kann. Und das, was am Nachmittag ein paar Stunden davor noch so wichtig war, irgendwie was aufzuräumen, Vorbereitungen zu treffen, war plötzlich weit weg und es hat eine ganz andere Dimension gehabt. Und plötzlich haben wir dann eigentlich nur mehr schauen müssen, dass wir uns selber retten, dass keiner verletzt wird, weil die Rundheitsstämme natürlich über das Betriebsgelände gerollt sind und wir haben einen Pegelstand von über 2 Meter schon am ganzen Firmengelände gehabt, die Feuerwehr konnte dann eigentlich auch nicht mehr herfahren, weil die Bundesstraße weggerissen wurde. Was waren dann die weiteren Schritte? Wann hast du dann den Gedanken gefasst, ich mache weiter, der Betrieb soll weiter bestehen, ich tue alles dafür, dass in die nächste Generation geht? Ja, in Wirklichkeit ist es dann sehr schnell gegangen. War das in der Nacht nur so aussichtslos, dass man eigentlich gesagt hat, da gibt es kaum Möglichkeit? So war eigentlich ein für mich sehr prägendes Erlebnis und wird immer bleiben, einfach die Solidarität, die ich dann gespürt habe. Also in der Sekunde war ich einfach machtlos, weil ich gemerkt habe, das, was ich jetzt noch zu tun vermag, reicht nicht aus, um da weiterzukommen. Und dann sind ab 7 Uhr in der Früh an die 150 Feuerwehrleute gekommen, es sind Nachbarn gekommen, Verwandte, Freunde aus dem Ort, befreundete Unternehmer. Und plötzlich ist eine Hundertschaft an Helfer da gewesen, die haben aufgeräumt, die haben
geholfen, den Schaden zu beseitigen. Und das war ein Erlebnis, was ich vorher so nicht hatte, weil erst in so wirklich schwierigen Krisensituationen erkennt man auch das Gute in den Menschen, erkennt man die Nächstenliebe, die Solidarität. Und das war eigentlich viel wichtiger wie das. Die Tonnen Schutt, die die weggeräumt haben, waren wichtig natürlich. Aber für mich selber war viel wertvoller zu sehen, man ist nicht allein. Die Gemeinschaft hilft zusammen. Es sind Menschen auf einmal da, wo es das nicht für möglich gehalten hätte, dass sie dir helfen. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, okay, wenn mir so viel geholfen wird, dann ist auch meine Aufgabe wieder, eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln und dann werden wir das auch wieder irgendwie schaffen. Und so wurde eigentlich am Sonntagnachmittag schon die Entscheidung getroffen, dass wir es auf jeden Fall probieren und dass wir wieder aufbauen und möglichst schnell wieder produzieren wollen. Also du bist gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Du hast nach vorne geblickt, klar nach dem Motto, einen Schritt voraus, viele Investitionen getätigt, mittlerweile 50 Mitarbeiter im Team und 60.000 Festmeter Rundholz werden jährlich eingeschnitten. Das ist eine beachtliche Größe. Du bist innerhalb kürzester Zeit eigentlich gewachsen. Bist du guten Mutes, dass das eigentlich auch so weiterläuft? Also ich bin sehr optimistisch für die Zukunft. Hat zwei Gründe. Zum einen einmal, weil der Werkstoff Holz mit der CO2-Neutralität natürlich der Baustoff ist, der in Zukunft sehr hohe Bedeutung haben wird. Und das Zweite ist das, weil genauso Krisensituationen wie das Hochwasser, die ich überstehen durfte, für mich eigentlich so viel Vertrauen und Kraft geschaffen haben, dass ich mich auch vor Herausforderungen in der Zukunft nicht mehr fürchte, weil es hat viele Herausforderungen gegeben, die in dem Moment fast unbewältigbar erschienen. Und jetzt im Nachhinein waren sie alle für was gut. Also es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber für alle Krisen, die ich in meinem Leben gehabt habe, bin ich eigentlich dankbar. Sie haben mich stärker gemacht, sie haben mich selbstbewusster gemacht und alle haben am Ende des Tages mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung gezeigt, für was sie gut waren. Darum habe ich auch keine großen Ängste vor Krisen in der Zukunft. Natürlich wird es Herausforderungen geben und im Moment sind die nicht lustig, aber ich habe mittlerweile eigentlich so großes Vertrauen, dass ich auch keine Angst mehr habe vor der Zukunft, was da noch alles kommen mag. Also es war eigentlich nur ein kurzer Moment, wo du überlegt hast, den Betrieb zu schließen. Das war eigentlich kurz, aber du hast schnell entschieden, es geht weiter, trotz aller Herausforderungen, zuversichtlich. Zurückblickend, was hat dir die größte Stärke gegeben? Was war dein Anker, wo du sagst, das hat mich dazu motiviert, weiterzumachen? Ja, es war schon ein prägendes Erlebnis nach dem Hochwasser. War zwei Tage später ein befreundeter Unternehmer bei mir. Der hat mich kurz angerufen, ob er kommen darf. Und der ist dann zu mir gekommen, der hat Ähnliches erlebt, ähnliche Krisen ein paar Jahre zuvor. Und der hat mir dann auf mehrere Weisen geholfen. Zum einen hat er mich finanziell unterstützt, hat mir Tipps gegeben, wie man mit Behörden und mit dem Umfeld reden muss, um die Katastrophe zu beheben. Und er hat dann noch was Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, er betet für mich, was jetzt in dieser Phase ja angenehm war, aber habe jetzt auch nicht so viel damit anfangen können. Aber mit dem war ich mehrmals im Gespräch und das war natürlich sehr wertvoll, weil der Ähnliches erlebt hat. Und der hat mich da ein bisschen auch durchgeleitet durch diese Krise, weil er es schon erlebt hat und hat mir dabei geholfen. Und das war so der Punkt, wo ich einfach ein Zeugnis bekommen habe. Der hat das auch geschafft. Also diese Krisen sind bewältigbar. Und das ist ein bisschen das, was ich auch jetzt gerne mache, wenn ich sehe im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn jemand große Krisen hat, dann möchte ich einfach dafür Zeugnis ablegen, dass man jede Krise meistern kann, dass es vom Gefühl her, wenn ich darauf schaue, die paar Stunden, wo ich überlegt habe, das Unternehmen zu schließen, da ist mir sehr schlecht gegangen, die waren sehr beklemmend. Aber ab dem Zeitpunkt, wo klar war, wir probieren das wieder, wir sind optimistisch, wir gehen noch vorwärts, war das eigentlich viel befreiender. Es war natürlich anstrengend, aber du bekommst viel mehr Kraft, als du überhaupt glaubst, dass du haben kannst. Und das ist das, was ich an jeden auch gerne auf den Weg mitgebe. Egal wie groß die Krise ist, die gerade vor dir liegt, nimm die Herausforderung an, vertrau auf Gott, vertrau auf Freunde und es wird immer wieder eine Lösung geben, auch wenn man es im Moment vielleicht noch nicht sieht, irgendwann kommt die Lösung. Vielen Dank, Rudi Ortner, Austrag Wein, wirklich ein mutiger Unternehmer, ein optimistischer Unternehmer, das brauchen wir in Zeiten wie diesen. Gibt es noch Neuigkeiten? Wie blickst du in die Zukunft? Was tut sich bei dir in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, also wir haben betrieblich einiges vor. Wir bauen gerade unser Büro und der Betrieb wird erweitert.
Und auch privat wollen wir uns vom Lockdown nicht allzu sehr einschränken lassen. Und im kommenden Jahr ist die Hochzeit geplant. Und so gehe ich optimistisch in die Zukunft und will mir auch durch die aktuelle Situation jetzt nicht die Lebensfreude und die Zukunftsoptimismus verderben lassen. Das sind schöne Aussichten. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Danke.